Spaß für Kinder. Hallo, Nicole. Oh, hallo, Minimus. Was machst du denn da? Ich mache ein Puzzle. Minimus, warum hast du denn nicht auf mich gewartet? Hallo, Nicole. Oh, hallo, Prinzessin Sophia. Schau mal, Sophia. Nicole macht ein Puzzle. Wollen wir auch puzzeln? Okay. Okay. Welches wollt ihr machen? Das ist ein Dino-Puzzle. Das ist mit Prinzessinnen und dieses Puzzle ist mit Fahrzeugen. Welches sollen wir machen? Oh, lass uns das Prinzessinnen-Puzzle machen. Um das Spiel noch spannender zu machen, verstecke ich die Teile. Dreht euch um und zählt bis 9. Okay, Nicole. 1. Sieben, acht, neun. So, ich habe alle Teile versteckt. Ihr könnt sie jetzt suchen. Damit es ein bisschen einfacher ist, sage ich manchmal heiß oder kalt. Los, Sophia, fangen wir an. Okay. Ich schaue in der Küche nach. Und ich im Kinderzimmer. Hier ist nichts. Es wird wärmer, Sophia. Wirklich? Mal schauen. Wärmer. Ist vielleicht ein Teil im Backofen? Ja. Mal schauen, ob ich auch ein Teil finde. Es wird wärmer, Minimus. Hä? Heiß. Nein. Tada! Nicole, ich hab mein erstes Teil gefunden. Gut gemacht, Minimus. Im Teekessel war auch ein Teil versteckt. Dieses Teil zu finden war einfach. Minimus, schau mal. In der Badewanne liegt auch ein Teil. Gut gemacht, Sophia. Ich schau mal im Schrank nach. Tada! Prima, Sophia. Das war das letzte Teil. Jetzt können wir anfangen, das Puzzle zu machen. Schaut mal, diese Prinzessin hat einen Apfel in der Hand. Könnte das Schneewittchen sein? Und wo kommt sie hin? Hier. Lasst uns die Äpfel mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Zahl 8. Nicole, schau mal. Prinzessin Wulan kommt hier hin. Das ist die Zahl 1. Gut gemacht, Minimus. Prinzessin Mulan hat einen Fächer. 1. Schaut mal, diese Prinzessin hat ganz lange Haare. Das müsste Rapunzel sein. Wo kommt sie hin? Hierhin.
Sehr gut, Sophia. Und weißt du auch, welche Zahl das ist? Das ist die 6. Richtig. Nicole, das ist Ariel, die Meerjungfrau. Sie kommt hierhin. Schaut mal, Freunde. Das ist Prinzessin Jasmin. Sie hat eine Öllampe in der Hand. Und zum Schluss Cinderella. So, unser Puzzle ist fertig. Los, lasst uns gemeinsam zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das haben wir gut hingekriegt. Freunde, von 3 Prinzessinnen habe ich den Namen nicht aufgesagt, weil ich sie nicht kenne. Wenn ihr wisst, wie sie heißen, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Tschüss! Ha ha ha!